Also ich habe jetzt mal mit dem Anwalt von ihrem Ex gesprochen. Also muss ich jetzt nicht zahlen? Ja, ganz so billig wird's nicht. Aber ich konnte ihn immer noch 200 Euro runterhandeln. Na, danke, ist ja schon mal etwas. Ja, denke ich auch. Aber die Geschichte mit dem Schlüssel und dem ausgetauschten Schloss. Also da wissen Sie, einen Schlüssel müssen Sie Ihrem Ex geben. Klar, aber wenn Boris wieder in die Wohnung kann, dann macht er mir echt das Leben zur Hölle. Ja, das weiß ich schon. Und deswegen müssen Sie da auch so schnell wie möglich raus. Schon allein, um sich und Max aus der Schlusslinie zu bringen. Sie wissen doch, ich kann nirgendwo hin. Vielleicht habe ich was für Sie. Ein Mandant von mir, der hat eine Ferienwohnung und die steht zurzeit leer. Da könnten Sie übergangsweise zumindest rein und da hätten Sie auch genügend Zeit, sich um eine anständige Wohnung zu kümmern. Super. Aber wovon soll ich die Miete denn bezahlen? Ich bekomme doch nur 300 Euro Elterngeld und 184 Kindergeld. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Der Vater von Max steht doch in der Geburtsurkunde als Vater. Ja. Er ist zum Unterhalt verpflichtet. Und laut Düsseldorfer Tabelle können Sie da, ich schätze mal, 500 Euro rausschlagen. Monatlich. Aber Sie kennen doch Boris. Der wird sich doch nie freiwillig auf die Zahlungen einlassen. Das ist mir schon klar. Aber ich meine, die Zeit drängt und wir haben keine andere Wahl. Sie müssen Miete zahlen. Und deswegen werde ich auch eine einstweilige Anordnung gegen ihn erwirken. Okay, und was heißt das? Dass der mal richtig Ärger bekommt, wenn er nicht zahlt. Ich denke, wir konnten jetzt wenigstens einen kleinen Erfolg für die Frau Dehne verbuchen. Und das wird auch klappen. Ich würde im Übrigen allen Alleinerziehenden raten, sich möglichst schnell rechtliche Hilfe zu holen. Und wer kein Geld hat und keine Rechtsschutzversicherung, der kann sich immer noch staatlicher Prozesskostenhilfe bedienen. Das heißt, der Staat zahlt den Anwalt und das ist, wie wir hier sehen, auch dringend notwendig. Miriam kann endlich mit ihrem kleinen Max die Wohnung verlassen, in der sie von ihrem Ex-Freund so gedemütigt wurde. Nee, ich fass es ja nicht. Du hast dich doch noch entschlossen auszuziehen? Der Klügere gibt eben nach. Ja, Wahnsinn, ey. Den Schlüssel für die Haustür hat mir dein Anwalt ja schon gegeben, aber ganz ehrlich, die 500 fürs Hotelzimmer, 600, Schatz, 600 waren's. Die 600 fürs Hotelzimmer, die schuldest du mir noch, auf jeden Fall. Das Geld bekommst du, wenn du Unterhalt bezahlt hast. Ey, vergiss es, kannst du total vergessen. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung, mein Anwalt sagt, dass du für Max zahlen musst. Wer sagt nur, ob das er der Vater ist? Ich bin nicht so eine Schlampe wie du. Hey, du bist ja auch noch schlau. Ja, siehst du mal. Hey, wer sagt denn eigentlich, dass Max mein Sohn ist? Sag mal, spinnst du? Die ganze Zeit hattest du keinen Zweifel, dass du der Vater von Max bist. Und jetzt plötzlich. Ja, jetzt hat sich plötzlich das Blatt gewendet. Ganz ehrlich, bevor ich das nicht schwarz auf weiß habe, siehst du keinen müden Cent von mir. Wer weiß schon, mit wem du in der Bar so alles rumgemacht hast, hey. Ich bin nicht so ein Flittchen wie sie. Nur weil du nicht zahlen möchtest. Jetzt pass mal auf, komm mal wieder runter. Das kann man ganz leicht beweisen. Mach doch so einen Vaterschaftstest. Um die Unterhaltsforderungen schnell durchzusetzen, leitet Alexander Stevens den Vaterschaftstest sofort in die Wege. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, zu denken, dass Vaterschaftstests illegal sind. Solange alle Parteien damit einverstanden sind, ist es völlig okay. Illegal ist ein solcher Test nur, wenn der Vater beispielsweise von der Mutter die Zahnbürste nimmt und ihre DNA eincheckt. Das darf man nicht und deswegen müssen Labore auch sicherstellen, dass eine solche Einverständniserklärung da ist. Ansonsten machen sie sich strafbar. Es ist ja gut, dass ihr Ex den Test so freiwillig und von sich aus mitmacht. Normalerweise muss man den Ex-Partner zu solchen Tests immer zwingen. So, auf geht's. Was gibt's zu tun? Ich fasse es nicht, dass du wirklich auf den Test bestehst. Natürlich bist du der Vater von Max. Ja, das werden wir noch sehen. Bevor ich das nicht schwarz auf weiß habe, siehst du keinen Cent von mir. Und keine krummen Sachen, ja? Ja, deswegen bin ich ja da und ich werde das Ganze hier auch rechtlich prüfen. So, das wäre auf jeden Fall die Speichelprobe für Max. Schauen Sie mal. Na, no, und das wäre hier Ihre. Ja, mach ich das gleich, oder? Nee, das übernehme ich schon selber, danke. Wahnsinn. Nee. Wunderbar. Danke Ihnen. Ja, danke so, dann tüte ich das jetzt ein. Okay, da, da hast du deine Scheißprobe. Ja, wer garantiert mir, dass Sie auf dem Weg zur Post das Ding nicht wieder aufmachen und die Proben vertauschen? Oder? Also, Herr Müller, denken Sie doch mal bitte nach. Wenn ich die Proben vertauschen würde, dann wären Sie ja sicher nicht der Vater. Ich will ja das Gegenteil nachweisen. Ne? Ja, das werden wir dann sehen. Aber ich habe ja keine Ahnung, was Ihnen sonst noch alles einfällt. Also, gut, dann machen wir es so. Sie kommen einfach mit zur Post und dann können Sie sich selbst überzeugen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. So machen wir also, ich gehe schnell zur Post und dann komme ich wieder. Okay. Drei Tage später steht das Ergebnis fest. Alexander Stevens sucht Miriam in der Wohnung auf, die sie inzwischen vorübergehend mit Baby Max bezogen hat.
Frau Dene, Sie haben mich angelogen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe Sie nicht angelogen. Ach, jetzt hören Sie bitte auf. Wir erklären Sie mir dann bitte diesen Test. DNA-Sequenzen stimmen nicht überein. Die Vaterschaft ist zu 100% ausgeschlossen. Zu 100% ist ausgeschlossen, dass der Boris der Vater von Max ist. Aber das kann doch gar nicht sein. Sag ich Ihnen mal was, wenn das Gericht davon erfährt, ja, dann ist es vorbei mit den Unterhaltsansprüchen. Der muss den Test irgendwie getürkt haben. Der hat doch beschissen. Frau Dene, Sie waren doch selbst dabei. Ich habe alles überprüft und kontrolliert. Ich bin sogar mit zu ihm mit zum Briefkasten gegangen. Also, kommt da jetzt jemand anders in Betracht oder nicht? Als Vater. Naja, rein theoretisch. Also doch. Es gab damals noch einen anderen, Lutz. Aber wir haben immer verhütet. Ja, anscheinend nicht sehr erfolgreich. Lutz und ich waren drauf und dran, zusammenzukommen, aber dann hat er mich voll enttäuscht und dann habe ich mich für Boris entschieden. Wo finden wir diesen Lutz? Hier ist das. Hier, oder wie? Ja. Okay. Da drin ist Corinna. Das ist Lutz' Schwester. Ihr gehört die Tankstelle. Mhm. Muss ich das wirklich machen? Ich habe solche Angst, mit Lutz zu reden. Wieso das denn? Ich habe ihn so geliebt und dann hat er mich so brutal enttäuscht. Ja, aber Frau Dene, das ist doch Vergangenheit, ja? Jetzt denken Sie mal an sich und vor allem an Max und ich meine, ich bin ja auch noch dabei. Danke, aber ich möchte erst mal alleine reingehen und mit Lutz reden. Wenn ich jetzt mit einem Anwalt hier aufkreuze, nicht, dass er das in den falschen Hals bekommt. Ich warte mal hier, ja? Und dann kommst du einfach wieder. Einen Moment, bitte. Ist Lutz da? Ach nee. Dass du dich traust, hier einfach so reinzuspazieren? Du hast Nerven. Wieso denn? Ich habe Lutz schließlich nichts getan. Ach ja. Du hast Lutz eiskalt abserviert in der Zeit, wo er dich am meisten gebraucht hätte. Wie wird das? War ja wohl Lutz, der alles kaputt gemacht hat. Stimmt doch gar nicht. Und was ist jetzt? Ist er da? Für dich ist Lutz gar nicht da. Und außerdem will mein Bruder überhaupt nie wieder irgendwas mit dir zu tun haben. Hast mich verstanden? Also jetzt raus aus meiner Tankstelle, aber sofort. Tschüss. Wahnsinn. Ah, da sind Sie ja. Und wie war's? Seine Schwester hat mich voll angemotzt. Keine Ahnung, was denn ihr Problem ist. Als ob ich Lutz irgendwas getan hätte. Aber Sie sollen doch nicht mit der Schwester, sondern mit Lutz reden. Der will nichts mit mir zu tun haben. Also jetzt ist doch irgendwann mal an der Zeit, dass Sie mir sagen, was da los war, oder? Ich meine, warum haben Sie sich überhaupt von ihm getrennt? Er hat mir keine andere Wahl gelassen. Ja, warum? Lutz war wegen Dealerei vorbestraft. Und ich habe ihm gesagt, wenn er damit nicht aufhört, dann ist es aus und vorbei zu schauen. Ja, er hat natürlich nicht damit aufgehört, ne? Die Polizei hat ihn mit einer Ladung Koks in der Bar erwischt. Wahrscheinlich wollte er es unter den Gästen verticken. Und Sie haben die Konsequenzen gezogen. Ja, natürlich. Klar, ja. Er muss dafür ein Jahr ins Gefängnis und dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Verstehe, ja. Da ist er. Die lassen jetzt bestimmt total über mich ab. Ich weiß immer noch nicht, was in ihr Problem ist. Machen Sie sich nicht so einen Kopf. Jetzt gehe ich mal da rein, rede mit ihm quasi als neutrale Instanz. Und vielleicht kann ich ihn sogar dazu bewegen, Vaterschaftstests zu machen. Ja? Und Sie warten dabei hier auf mich. Ja, Sie können es gern probieren, aber so wie die drauf sind, blockt er bestimmt ab. Kein Problem. Sie warten dabei hier, ja? Hallo. Hallo. Rechtsanwalt Stevens ist mein Name. Ich bin der Anwalt von der Frau Dene. Sagt Ihnen was, oder? Miriam. Ja. Miriam hat sich anderthalb Jahre nicht bei mir gemeldet. Und dann schickt sie mir einen Anwalt vorbei? Ja, dann machen Sie ihr jetzt einen Vorwurf. Ich meine, Ihre Schwester hat ja relativ deutlich gemacht, dass sie hier unerwünscht ist. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt, um was es geht. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, okay? Ich habe lange genug gebraucht, um Miriam zu vergessen. Dabei bleibt sie jetzt auch und uns verbindet gar nichts mehr. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube nämlich, dass sie mehr verbindet, als ihnen lieb ist. Und was soll das bitte sein? Ich glaube, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit der Vater vom kleinen Max sind. Und wer ist Max? Max ist das 10 Monate alte Kind von der Frau Dene. Miriam war schwanger? Da wusste ich gar nichts von. Sie hat sich auch einfach nicht mehr bei mir gemeldet und hat alle Kontaktversuche abgebrochen. Und auch da können Sie ja wohl kaum Vorwurf machen. Sie konnten schließlich Ihre Finger von den Drogen nicht lassen. Ich war unschuldig. Boris hat mich in den Knast gebracht und dann hat das Schwein sich noch an Miriam rangeworfen. Was? Der Ex von der Frau Dene? Das geht's doch auch gar nichts an. Was soll das alles? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es hier um ein kleines, 10 Monate altes Kind, ja, und das kann schließlich nichts für die Probleme der Erwachsenen. Und was wollen Sie jetzt von mir? Also, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte gerne einen freiwilligen Vaterschaftstest von Ihnen. Das können Sie vergessen. Nicht nach allem, was war. Ja, das haben wir schon gedacht. Also, ich lasse Ihnen auf jeden Fall meine Karte da. Überlegen Sie es bitte, rufen Sie mich an. Es geht schließlich vielleicht auch um Ihr Kind. Ne? Und? Ja, er war natürlich total überfordert. Na,
kein Wunder. Muss ja ziemlich krass sein, zu erfahren, jetzt ein Kind zu haben. Ja, aber nicht nur das. Er hat mir dann auch noch erzählt, dass ihr Ex-Freund, also der Boris, dafür verantwortlich ist, dass er im Knast war. Das ist doch Quatsch. Er hat wieder angefangen zu dealen und dafür wurde eingebuchtet. Ja, seltsam ist es trotzdem. Viel wichtiger wäre, dass er mal diesen Vaterschaftstest macht. Hat er denn zugestimmt? Ja, natürlich nicht. Was machen wir jetzt? Also ich würde vorschlagen, wir geben ihm noch ein paar Tage Zeit. Ja? Vielleicht kommt er freiwillig auf uns zu. Ja, wenn nicht, dann müssen wir ihn halt gerichtlich zwingen. Nur wenig später erhält Miriam in ihrer Übergangswohnung Besuch. Hallo Miriam. Woher weißt du, wo ich wohne? Ja, ich habe deine Freundin Lisa gefragt. Ah. Schön, dich wiederzusehen. Auf einmal, wo hast du alles daran gesetzt, mir aus dem Weg zu gehen? Ich mache das für meinen Sohn. Komm rein. Sag mal, Miriam, stimmt das eigentlich, was der Anwalt gesagt hat, dass das Baby von mir ist? Ich fürchte, ja. Aber Miriam, warum hast du denn nie was gesagt? Du weißt genau, warum. Ich hab dir gesagt, wenn du mit der Dealerei nicht aufhörst, dann ist es aus und vorbei zwischen uns. Und ich hab damit aufgehört. Ich hatte mit der Scheiße nichts mehr zu tun. Abstreiten bringt doch jetzt nichts. Du wurdest dafür verknackt. Boah, du kennst doch den Boris. Der kriegt immer das, was er will. Und damals wollte er dich. Er hat mir die Scheiße nur untergeschoben, damit er bei dir freie Bahn hat. Steh doch einfach zu dem, was du getan hast. Miriam, ich hab echt viel Scheiße gemacht. Aber mit dir wollte ich ein neues Leben anfangen. Ey, was machst du hier? Das ist meine Wohnung. Boris, raus hier. Boris, raus. Entspann dich mal. Ich will jetzt hier. Du hast die Putze so schnell aufgetrieben. Das geht dich einen Scheiß an. Boris, wirklich. Den Schlüssel hast du mir immer noch nicht gegeben. Hier. Das ist immer noch nicht im Briefkasten geschmissen. Boris, raus. Ach, der Lutz. Alter, was willst du denn hier? Was ist denn das? Du nicht gewesen wärst, wärst du gar nicht im Knast gelandet. Dann hast du mir die Drogen runtergeschoben und dir die Bullen auf den Hals gegeben. Du spinnst komplett, ey. Hast du wirklich runtergeschoben? Hast du endlich verletzt, was du da sagst? Hört auf! Komm, mach dich weg, hau ab, verschwinde. Hast du deinen scheiß Schlüssel und jetzt hau ab, verschwinde. Ich spinn doch beide, Mann. Lass dich doch von dem Arsch nicht provozieren. Der legt doch nur drauf an. Du bist doch bestimmt noch auf Bewährung. Der will doch nur, dass sie dich wieder einsperren. Ja, da hast du, glaube ich, recht. Haben wir jetzt aufgeweckt, den kleinen Mann? Oh, wer ist denn da wach? Ja, wer ist Hallo. Denn da? Hallo, mein Kleiner. Komm her. Also, ich sag dir direkt, ich habe sowas noch nie gemacht, ne? Ja, da, komm. Hallo, kleiner Mann. So ein Kind steht dir echt gut. Guck, der mag dich auch. Ich weiß gar nicht, wie ich. Kann ich ihn dir wiedergeben, oder? Okay. Miriam, ich muss einfach wissen, ob der kleine Mann von mir ist. Ich glaube, ich mache den Test. Danke. Lutz hält Wort. Und 5 Tage später liegt das Ergebnis des 2. Vaterschaftstestes vor. Also Frau Dine, jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß. Lutz ist auch nicht der Vater. Aber das kann doch nicht sein. Ach, kommen Sie. Wirklich, das ist unmöglich. Das haben Sie beim letzten Mal auch schon gesagt. Wissen Sie was? Am liebsten würde ich das Mandat wirklich niederlegen. Bitte tun Sie das nicht. Dann müssen Sie endlich mal die Wahrheit sagen. Mir ist doch völlig egal, mit wie vielen Männern Sie geschlafen haben. Mir ist nur wichtig, dass ich von jedem weiß, der als Vater in Betracht kommt. Ich schwöre Ihnen, einer von beiden muss der Vater sein. Und wie kommt es dann bitte schön zu diesem Testergebnis? Ich meine, ich hatte alles überprüft, juristisch überwacht. Sie waren selbst dabei. Ich weiß auch nicht, aber Boris muss es irgendwie geschafft haben und den Test gefälscht. Das gibt's auch gar nicht. Ich bin doch mit ihm zum Briefkasten sogar gegangen. Da kann überhaupt nichts passiert sein. Ich meine, wenn überhaupt im Labor, aber sowas kommt eigentlich nie vor. Ich sehe mal kurz nach Max.
Also eigentlich reicht's mir. Immer diese neuen Überraschungen und wer weiß, was sich Frau Dine noch alles einfallen lässt. Aber letztlich geht's um den Max und ich meine, dem muss geholfen werden. Ich werde jetzt tatsächlich mal in dem Labor anrufen und schauen, ob da irgendwas getürkt worden ist. Aber vorstellen kann ich's mir eigentlich nicht. Institut Frobelius Anja Lohse am Apparat. Alexander Stevens, hallo Frau Lohse. Ich bin der Rechtsanwalt von der Frau Miriam Dehne. Die hat letzte Woche bei Ihnen zwei Vaterschaftstests in Auftrag gegeben. Wie kann ich Ihnen da helfen? Na, ich weiß, dass es bei Ihnen immer korrekt gearbeitet wird. Aber manchmal passieren ja auch Fehler. Kann es denn sein, dass da irgendeiner der Tests verwechselt wurde? Also eigentlich haben wir schon recht zuverlässige Methoden, um genau so etwas auszuschließen. Aber könnten Sie mir den Gefallen tun und trotzdem mal nachschauen? Wie heißt denn das Kind? Das Kind heißt Max Dehne. Ja, da habe ich was. Aber sagten Sie nicht zwei Tests? Ich habe hier nämlich drei. Drei Tests? Sehr komisch. Wer kommt denn da als möglicher Vater in Betracht? Moment. Also der jüngste Test betrifft einen Lutz Siebert und die anderen beiden einen Boris Müller. Also zweimal Müller. Und lassen Sie mich raten, einer von beiden ist negativ und der andere positiv. Ja. Seltsam, oder? Das erklärt so einiges. Mensch, Sie haben mir wirklich geholfen. Vielen, vielen Dank. Gerne, wiedersehen. Tschüss. Der Anwalt ist da. Hallo, Herr Müller. Und, was gibt's Neues? Hat Miriam endlich eingesehen, dass bei mir nichts zu holen ist und dass sie den Vater ihres Sohnes anbetteln muss? Ganz meine Rede. Das sind wir uns ja endlich mal einig, Herr Müller. Verstehe nicht ganz. Was wollen Sie denn von mir? Ja, was Sie gerade gesagt haben. Unterhalt hätte ich gerne. Wollen Sie mich eigentlich verarschen, oder was? Überhaupt nicht, Herr Müller. Ganz im Gegenteil. Ich meine es sehr ernst. Sie haben doch versucht, sich hier ganz billig aus der Ferie zu ziehen mit einem gefälschten Vaterschaftstest. Was ist das, gefälschter Vaterschaftstest? Wovon reden Sie eigentlich? Sie haben doch einen zweiten gefälschten Vaterschaftstest hier eingereicht. Und den ersten haben Sie sich hier zustellen lassen. Und den haben Sie unterschlagen. Und warum? Weil sich daraus ergibt, dass Sie der Vater von Max sind. Sie haben ja wirklich eine blühende Fantasie. Das kann auch gar nicht funktionieren. Ich meine, woher soll denn Boris ein zweites Baby für diese Gene da haben? Die braucht man doch. Frau Herz, das ist ganz einfach. Ich habe einfach mal bei meiner Mandantin nachgefragt. Und ihr fehlt zufälligerweise ein Lätzchen seit unserem letzten Besuch. Es ist totaler Quatsch, ganz ehrlich. Quatsch ist, was Sie hier abziehen. Ja? Einen gefälschten DNA-Test hier einzureichen, nur um sich der Unterhaltspflicht zu entziehen. Haben Sie auch nur einen einzigen Beweis für das, was Sie da gerade machen? Oder wenn Sie mal ein Fünkchen mitgedacht hätten, dann wissen Sie ganz genau, dass es eine Einverständniserklärung braucht. Und die liegen beide im Labor, sowohl vom ersten Test als auch vom zweiten Test. Dann machen wir einfach eine Unterschriftsprobe und dann habe ich meinen Beweis. Ganz ehrlich, Sie bluffen. Ich bluffe nicht. Was Sie gemacht haben, ist illegal. Ja? Und darauf gibt es auch schwere Strafen. Wir haben hier immerhin eine Urkundenfälschung und einen versuchten Betrug, mein Lieber. Ich habe da wirklich nichts damit zu tun. Also wenn hier irgendjemand was mit dieser Fälschung tut, dann ist es Aileen. Sag mal, spinnst du jetzt? Ja, ist doch ganz klar. Sie hat einen Briefkastenschlüssel und sie hat auch immer so komische Andeutungen. Was sind für Andeutungen? Ja, genau, ja, Schatz, was sind für Andeutungen? Ja, ich kümmere mich schon drum, mach dir keine Sorgen. Da, 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 da. Das habe ich doch gar nicht gemeint. Damit habe ich Miriam gemeint, dass sie aus der Wohnung verschwindet. Das kann man im Nachhinein immer so sagen. Wie kannst du mir so in den Rücken fallen? Boah, ganz ehrlich, ist doch ganz klar. Du hast keinen Bock drauf, dass ich der Vater von Max bin, damit ich mit Miriam nichts mehr zu tun habe. Ey, auf so eine Eifersnummer habe ich echt mega keinen Bock. Soll ich dir sagen, auf was ich keinen Bock habe? Mann, auf dich! Boah, dann verpiss dich doch! Sehen Sie mal, sie haut doch nur auf ein Schuldgefühl. Das ist doch ganz klar. Also, alles, was ich sehe, ist, dass hier ein Riesenschmier Theater abziehen, ja. Hey, ich sag jetzt hier gar nichts, ohne meinen Anwalt verdammte Scheiße. Den werden Sie brauchen, das prophezei ich Ihnen. Alexander Stevens hat die aufgebrachte Aileen Herz zu einem Gespräch auf neutralem Boden überredet. Er hat einen klaren Plan. Also mal ganz ehrlich, selbstverständlich nehme ich dem Boris Müller nicht ab, dass seine Freundin, die Aileen Herz, hinter dem Betrugsversuch steckt. Aber im Moment ist sie ohnehin nicht sehr gut, auf ihn zu sprechen und das ist, glaube ich, ganz gut für uns. Mensch, Frau Herz, gut, dass es geklappt hat. Ja, ich meine, der Boris, ja, der kann die Miriam ja verarschen, so oft er will, aber mich doch nicht, ja? Und dieser Vollidiot hat sich ja nicht mal entschuldigt dafür. Na, aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass er das noch machen wird, ja? Der versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wo es nur geht. Das macht er immer. Ich meine, das ist ganz klar, er hat diesen Test gefälscht, ja? Und der macht das aber immer so. Immer macht er irgendeine Scheiße und andere Leute müssen dafür gerade stehen, immer. Mhm. So wie bei Lutz Siebert? Ach, kommen Sie. Sie waren doch damals Stammgast in der Bar von Boris. Sie haben doch genau mitbekommen, dass die beiden um die Miriam gebuhlt haben. Ja. Na also, was war da los? Der Boris. Nee, der ist knallhart. Ich kann nicht.
Frau Herz, aber wenn jeder so über ihn denken würde und nichts machen würde, dann können wir nie ans Bein pinkeln. Ja. Schauen Sie mal, denken Sie mal nach, wie er Sie vorhin behandelt hat. Das geht doch überhaupt nicht. Ja, Sie haben schon recht, stimmt schon. Sie hätten jetzt die einmalige Chance, sich bei ihm zu revanchieren. Also, was war da damals los? Ja, das war halt, die waren halt beide in die Miriam verknallt. So. Aber die Miriam, die wollte halt mehr was von dem Lutz. Mhm. Ja, aber wegen seinen Drogengeschichten von früher, da war sie sich halt ein bisschen unsicher. Naja, und hat der Boris halt ausgenutzt, ne? Und ihn dann ins Gefängnis gebracht hat, ne? Und das Koks hat ihm auch untergeschoben und die Polizei gerufen. Ja, das mit dem Koks, das war jetzt kein Problem. Der arbeitet in der Bar, der kennt Gott und die Welt. Und dann? Also ich meine, woher wissen Sie das alles? Der Boris, der hat im Suff mal damit geprahlt, was er mit Lutz gemacht hat. Aber ich habe das halt jetzt nicht so an die große Glocke gehangen, weil der war ja schon wieder draußen. Können Sie das bei Gericht auch sagen? Ja. So, mit der Hilfe von Eileen Herz kriegen wir den Boris jetzt endlich dran. Denn er hat sich ja nicht nur in Bezug auf den Vaterschaftstest wegen Urkundenfälschung und versuchten Betruges strafbar gemacht. Jetzt kommt auch noch eine Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft hinzu, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine falsche Verdächtigung. Er sollte sich also wirklich warm anziehen. Dank Eileens Zeugenaussage wird Boris 2 Monate später zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Unterhalt muss er trotzdem zahlen, denn seine Bar läuft auch ohne ihn. Und Miriam kann mit Max endlich in ihre eigenen 4 Wände ziehen und ein neues Leben beginnen. Hochgeflogen und so oft verbrannt. Hallo. Hallo, Herr Stevens. Vielen Dank, dass Sie mir helfen. Das ist doch klar. Ich habe Max schon zu Lisa gebracht, also können wir gleich loslegen. Ja, mich freut es vor allem, dass es so schnell mit der neuen Wohnung geklappt hat. Und weil man beim Umzug immer eine helfende Hand mehr gebrauchen kann, habe ich noch jemanden mitgebracht. Kommen Sie rein. Na, was sagen Sie? Hallo, Miriam. Lutz. Wo sollen wir anfangen? Am besten mit einer Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid, wie das damals gelaufen ist. Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass jemand so eine krasse Intrige durchzieht, nur um an die Freundin von dem anderen ranzukommen. Lass uns das einfach vergessen, okay? Der Boris sitzt jetzt erstmal 3 Jahre im Gefängnis und dann kann darüber nachdenken, was er da für eine Scheiße fabriziert hat. Entschuldigung angenommen. Boris hat im Übrigen das bekommen, was er verdient. So, jetzt packen wir's an. Auf in ein neues Leben. Ja?